So, wieder da. Meine Fresse, das ist doch zum Kotzen, ey. Spielt man mal gerade 3 Minuten, dann kommt schon die nächste Scheiße da. Mein Gott. Oder ich sollte hier beim nächsten Cut, beim nächsten Kontrollpunkt aufhören. Ach, der ist schon hier. Das ist ein bisschen kacke. Sehr kacke. Weil ich jetzt drauf gehe. Weil Rios drauf gegangen ist. Woher soll ich denn das schon hier an, dass da so ein Spacko durch hier gehen kommt, ne? Dann hätte ich Rios oben abgestellt und hätte ihm die Aggro gegeben. Auf jeden Fall wird das ein hammermäßiges Geschnippel hier in dem Video. Ich hoffe mal, dass eben ein Speicherpunkt war und nicht den ganzen Scheiß schon hier machen muss. Ladezeichen gehen eigentlich. Super, wieder den ganzen Scheiß, ey. Mann, ey. Ist doch zum Kotzen, Mann. Gerade. Ohne Scheiße. Komm. Warum ich da kein Ding ins Grad hab, ich weiß es nicht. Jetzt krieg ich meine 40.000 nicht mehr, Mann, ey. Es ist doch so zum Kotzen. Ohne Scheiß. Machen wir sie fertig und dann versuchen wir Murray zu kontaktieren. Ja. Wir müssen unbedingt jetzt die Mission und alles hier erstmal abschließen. Das ist langsam hammernervig. Ohne Scheiß. Geht mir gerade ein bisschen auf den Nerven. Warum habe ich den nicht getroffen? Ich habe keine Ahnung. Beziehungsweise, ich habe ihn schon getroffen. Die Frage ist eher, warum ist der nicht gestorben? Ich habe doch recht viel Kram in ihn reingepumpt. War da nicht sonst immer ein paar. Nee, das war kein Panzerfaustschütze. Das ist gerade ein bisschen verstörend, warum der da jetzt nicht gerade da ist, wo er eigentlich ist. Also der Panzerfaust-Typi. Ups. Rios könnten auch mal was machen. Und auch mal ein paar Leute killen. Zack. Headshot. Jawohl. Jetzt habe ich aber mittlerweile schon. Das war ich diesmal nicht. Das ist ein bisschen kacke, dass die da schon wieder ausrücken. Da. Ja, ich muss mit dem Zoom ein bisschen hin und her schalten. Ah, jetzt ist auch genauso, wenn man jetzt hier getroffen wird, dass man so doll verzieht. Ist. Ja, gut. Wenn man original in echt getroffen wird, verzieht man ja auch am Ende. Durch den Rückschlag. Also von daher ist er gar nicht mal so schlecht. Aber es nervt doch schon ein bisschen. So, der kann sich erstmal da zur Ruhe legen. Weil der hat erstmal schön Sendepause. Und geht mir hoffentlich nicht auf den Nerven. So, der ist hoffentlich tot. Oh, scheiße, keine Muni mehr. Oh, die 36 Muni. Oh, erstmal nachladen. Mein Gott. Rechts auf jeden Fall NG, was nervig ist. Also ich muss wirklich jetzt erstmal auf der linken Seite die ganzen Leute aufschalten, was mit einer zweifachen Vergrößerung man gerade echt schwer wird. Wo sind sie denn? Vor allem der Typ da oben näher. Ich habe ihn aber getroffen, das ist gar nicht mal so schlecht. Naja, man. Also die Optik ist doch schon eine Zielhilfe, ohne Scheiß. Es erleichtert doch schon einiges. Aber ich muss, denke ich mal, oder ich glaube, ich werde da doch eine. Achso. Ich glaube, ich werde da doch dann mal eine größere Optik draufschrauben. Aber dann ist auch wieder Kacke. Dann muss ich auch wieder jedes Mal hin und her wechseln. Also Optik rauf, Optik runter, Optik rauf, Optik runter. Wenn das halt so eine starke Vergrößerung ist, ist natürlich auch nicht so prickelnd. Natürlich jetzt auch die Frage, wie hoch kann die Optik gehen, also mit dem Zoom, wie hoch, also bis zu welcher Vergrößerung kann ich jetzt auf die G36 raufschrauben? Ich habe jetzt bis jetzt gesehen, dass es zweifach ist, ne? Was ich jetzt drauf habe. Und diese Fliege geht mir immer noch auf den Nerv.
diese Hurenfliege, ey. Ohne Scheiß. So, diesmal wissen wir, da unten kommt so ein Spacko raus. Wir gehen also einmal hier rechts wieder runter und postieren uns da ein bisschen anders. Rios werde ich denn mal hier hinschicken. Instant auf Agro. Triggern und zurück. Gucken mal, dass das so klappt. So, wir werden uns erstmal um die eine ganze Fußvolk kümmern. Partner ist verwundet. Super. Ja, Mann, was ist das denn für eine Scheiße schon wieder, Mann, ey? Ich richte mich ja selten so hart aufs Spiel, über das Spiel auf, ne? Aber warum? Ich habe ihm gesagt, er soll da die Stellung halten. Er hätte doch... Mein Gott, wie behindert ist das denn? Das kotzt gerade so richtig an, aber heftig. Die Stelle ist nicht schwer, aber Rios verkackt es einfach nur. Und vor allem, ich krieg da noch nie mal einen Speicherpunkt, Mann. Das ist alles gerade so nervig. Warum zeig dir, du Arschgeige? So, zack, 40.000 her. Ohne Scheiß, das ist gerade nur einfach nervig, gerade die Stelle. Bis zum geht nicht mehr. Machen wir sie fertig und dann versuchen wir Murray zu kontaktieren. So, zack. Vor allem, bis man denn so wieder weitergehen kann. Das ist auch schon wieder so ellenlang. Ja, ja, Geschütz voraus, Schnauze da. Zack. Zurückrollen. Snipergewehr raus. Kurz mal warten, wo die Panzerfaust ist. Weg. Weg. Jetzt kann man hier mal ein bisschen aufräumen. Zack. Werde ich von oben noch beschossen? Nee. Sind jetzt alle nur noch unten. Hoffe ich mal. Ja. Nur noch die Leute, die halt unten extrem einnerven. Ich finde es ein bisschen kacke, dass man wirklich nur so wenig Schuss hat in eine Spezialwaffe. Da hätten sie ruhig auch ein bisschen mehr Schuss geben können, vor allem in den Sniper. Weil man da doch ein bisschen mehr mit agiert. Schade. Ich dachte, ich kriege den jetzt wieder mal geköpft, aber na gut. Muss ja auch nicht jedes Mal sein. Oh. Das war ein bisschen kacke gezielt. Ja, ich weiß. Aber jetzt kommt auch ein bisschen die Ungeduld damit rein in dem Spiel, dass ich halt doch das endlich mal schaffen will. Weil ich möchte die Mission heute doch ganz gerne mal noch bewältigen. Weil dann hätte ich nur noch... zwei. Genau, das ist Mission 5. Dann fehlt ja nur noch 6 und 7. Na komm. Und die würde ich dann halt beim nächsten Mal machen. Ich hoffe mal dann ohne Störung, dass ich da halt einen durchziehen kann, was mir persönlich am besten gefallen würde. Aber so viele Störungen wie heute habe ich ja schon ewig nicht mehr drin gehabt. Ohne Scheiß. So. Den krieg ich da endlich, ne? Ne. Ich habe eigentlich die ganze Agro, ne? Jo. Ne, jetzt nicht mehr. Jetzt holt Rios die. Hier müsste ich... Hier wäre Zoom ganz geil. Oder postiere Rios. Aber er ist auch kacke. Wenn der denn down geht. Ich bin nämlich gerade am Überlegen, Rios da wieder hier unten irgendwie zu postieren. Ich trigger. Er kriegt natürlich wieder die Agro, klar. Ich renne hoch. Also da ins Gebäude rein rechts. Und versuche dann halt den Spacko dann so schnell wie möglich halt von hinten zu killen, damit der halt nicht mehr so viel. Ja, Damage machen kann. Naja, die sind so. Wie nett. Und schon. Die haben, was weiß ich, wie starke Panzerung. Aber warum gehen die dann nicht so nur auf so eine starke Gesichtspanzerung? Das würde mich mal eher interessieren. Und ich brauche echt einen Drum Mag mit 70 Schuss. 50 Schuss sind bei mir auch irgendwie sehr, sehr schnell abgeschossen. Beziehungsweise der geschossen. So, mal gucken, ob mein Plan jetzt aufgeht. Rios, komm mit. Ich postiere dich jetzt unten hin.
Da haben wir nochmal Cash. Gut, 87 Dollar nur. Oder, nee, sind ja Yen. Nee, Yen sehen wenigstens anders aus, ne? Glaube ich. So, du komm hierher. Alles klar, bleib genau da stehen. So, Stellung halten auf Agro. Dass er halt, ja, die Hauptaufmerksamkeit auf sich zieht. Ich gehe jetzt runter, trigger die, rennen hier hoch. Oh, scheiße. Ja, genau. Wer soll denn jetzt ahnen, dass ich da... Wer soll denn ahnen, dass diese scheiß Treppe da kaputt ist, Mann? Das ist vor mir... Oh, Mann. Ey, gut, das war jetzt mein eigenes Verschulden. Ich habe jetzt damit nicht gerechnet. War auch nicht vor... Auch vorher nie drauf geachtet, dass die Treppe da irgendwie beschädigt sein hätte können. Ich nehme 10 Minuten auf. Mittlerweile schon. Und hänge bis zum verkackten... gefühlten tausendsten Mal immer noch an dieser scheiß Ecke da. Ja, hey, Schnauze. Zeig dich, Bulle. Ach nee. Ach, der ist tot. So, zack, leer, zack. Nehmen wir mal mit. Funkaufzeichnung. Moment mal, die kann man doch mit den Dingens anhören, ne? Funkaufzeichnung. Oha, ich habe aber schon ein paar gefunden, ne? Ach nee, die habe ich nicht gefunden. Okay. Gut, wir fangen mal oben an. Versteht man kein Wort, weil außer... Guten Abend. Sicher sind viele von Ihnen neugierig, was in der Stadt passiert. Aber ich versichere Ihnen, dass Sie das nicht verstehen müssen. Meine Absichten hier werden schon bald offensichtlich sein. Und Sie werden Ihrem unerbittlichen Streben nach Ausrottung ohne weitere Störung nachgehen können. Wir möchten Ihnen lediglich nahelegen, zu tun, was Ihnen gesagt wird, und sich wie an jedem anderen Tag zu verhalten. Mit der einzigen Ausnahme, dass wir hier die Einzigen sind, die beobachten. Bitte bewahren Sie Ruhe. Ich habe die chinesischen Behörden gewarnt, dass es in einem Desaster enden wird, wenn Versuche unternommen werden, der Stadt zu helfen oder meine Truppen anzugreifen. Und das will ich nicht. Wir haben in der ganzen Stadt Zivilisten im Stadion versammelt. Niemand kann Ihnen helfen. Sie unterstehen meiner Kontrolle. Aber ich verspreche, dass Sie freigelassen werden, wenn wir unser Werk vollenden dürfen. Okay. Hoch. Fortsetzen. Scheiß Söldner voraus, machen wir sie fertig und dann. So, auf ein neues. Ich hoffe mal, dass ich das jetzt hinkriege. Aber der Typ, der kommt auch echt kacke raus. Vor allem, das ist auch ein bisschen nervig, dass der wirklich, wenn er denn schießt, auch nur eine ganz geringe Schussanzahl braucht, um mich wegzuhauen. Das ist ja noch nerviger. Man kann ja auch die Panzerung noch nicht mal auswählen, so wie in Teil 1 beispielsweise, dass man denn da irgendwie eine schwerere Panzerung hat, wo man denn ein bisschen mehr aushält. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich spiele auch auf gar nicht, wie heißt das hier? Mittel. Ich weiß gar nicht, wie das hier heißt. Gut ist ja das Einfachste, glaube ich. Wenn jetzt hier nicht auch 4 Stufen gibt. Aber ich bin der Meinung, nein. Und da war gerade zu viele Gedoppelte. Geil. Der ist tot, da brauche ich nicht nochmal drauf schießen. So. Hä? Achso. So, den Panzer. Okay, da oben ist kein Panzerfaustschütze mehr. Da ich ja eh kaum die Sniper verwende, also warum. Warum nicht hier? Also von daher. Und Muni kriege ich ja an sich. Oh. Ich habe ihn getroffen, ne? Hoffentlich. Ah, es kommt aber zum Glück keiner. Zack. Den da oben will ich haben. Mit der Sniper. So, der ist auf jeden Fall auch Geschichte. Ah, was? Einen Schuss habe ich noch. Und der ist... Scheiße, nicht für dich. Doch nicht reserviert. Scheiße. Komm, stirb. Ja, ja, das ist aber wirklich heftig hier irgendwie.
Auch wenn ich die Stelle mal so null schwer finde. Nur das mit dem M-Gatling-Scheiße da. Die Stelle nervt ein bisschen. Weil ich da noch nicht so einen wirklichen Plan habe, wie ich da Rios postieren soll. Dass er nicht drauf geht und ich da beim Triggern schnell genug weg bin.